Beim diesjährigen Wings for Life Run war Candidate Sailing mit Thomas Zajac vertreten, um für die zu laufen, die es nicht tun können. Starten durften wir sogar aus der prominenten ersten Reihe. Bevor es damit losgeht, erklärt uns Thomas Zajac, wie man sich dafür richtig vorbereitet. Guten Morgen, Tom. Was gibt es zum Frühstück? Schönen guten Morgen. Zum Frühstück gibt es nur das Beste. Wir bereiten uns für einen Wings for Life Run vor, den wir in ein paar Stunden in Angriff nehmen werden. Und unser Überfahrer, sag was! Hallo, freut mich. Ist so nett und bringt uns hin und wartet dann dort auf uns. Falls es zu viel regnet, fahrt er die Strecke parallel die Nebenstraßen entlang. Und, das weiß er auch, dass er wartet. Freust du dich schon aufs Laufen? Sehr. Weißt du, das Wetter, ich meine, wenigstens werden wir nicht zu sehr schwitzen. Ich bin so fit wie ein Turnschuh, man sieht sich eh jetzt schon Löcher. Ja. Ist das ein Laufschuh? Ja. Sag jetzt nichts, bitte. Ich habe meine guten Laufschuhe. Da rechts, bitte. Danke, Tom. Ich habe meine guten Laufschuhe unabsichtlich nach England geschickt. Ach, sehr gut. Dort links gut. Mit welcher Kamera übrigens auch? Und mit der GoPro, die man heute eigentlich brauchen würde. Danke. Schick weg. Alles gut eingepackt. Das ist das zweite Frühstück, oder? Wenn ich richtig mitzählt habe. Man muss gestärkt ins Rennen gehen. Das hilft nichts. Fein. Und nachspülen mit einem... Klasse. Liebe Gabi, warum ist dein Outfit das Richtige und seins das Falsche? Naja. Ich glaube, sie tarnt sich irgendwo damit. Ich hatte noch so meinen Batman-Anzug drunter. Ja, das ist einfach hart. Entschuldigung. Die Hose ist sexy, muss ich schon sagen. Zeig mal deine Hose. Edel. Tja, Tom, die Runde geht leider an Gabi. Wir zeigen Spontanität und treten dem Team von Philipp Hanser bei. Ich steuere, was haben wir gesagt? 16 Kilometer müssen es sein, glaube ich. Ja, 16 haben wir gesagt. Kriegst du. Ja. Vielleicht setze ich noch einen halben Meter drauf. Vielleicht stürze ich noch nach vorne. Ja, so bin ich. Das Team alles, er opfert sich immer fürs Team. Aber ich will ja nur was sagen. Ja, ich bin jetzt schlafen gegangen. Er war fort. Ja, aber ich bin dann auch schlafen gegangen. Als es dann schon hell war, so auch schon kurz ins Bett. Es ist nie hell geworden heute. Du hast kurz genappt hier, mit einer trockenen Semmel in der Hand. Ja, aber ich gesehen. 60 Kilometer. Du hast da am Tisch geschlafen? Nein, das hat nur so ausgeschlafen. Ich habe ein Foto, wo du um 5 Uhr in der Früh mit den Käsekreinen kämpfst, am Würstelstand. Also. Schau, ich kann es nicht mal verneinen. Frühstückst du nur, oder? Ich bin nur am Frühstück. Das ist die gesündeste Vorbereitung für einen Lauf, vor allem wenn man bis zu 60 Kilometer laufen möchte. Magst du so ein Speckbrötchen nachlegen, die hier herumspazieren? Ja, weil Speck wärmt. Ja. Und heute ist relativ kalt. Ich verstehe. Gibt's Croissants auch, glaubst du? Das wäre geil. Ich hätte echt gerne Croissant. Es ist so streckbasiert. Sehen wir dich dann beim Streck, oder? Ja, nach 2 Kilometern bringe ich mir schnell einen Schoko-Croissant schon wieder auf die Rennstrecke. Hol mich dann mit dem Auto ab, bitte. Das wäre so leiwand. Bitte. Irgendwann geht's dann doch raus ins verspätete Aprilwetter. Thomas, gestern nicht aufgegessen, glaube ich, oder? Ja, schaut's aus. Ich habe mich extrem drum bemüht, vor allem in der Früh aufzuessen. Aber ja, es ist, wie es ist. Mit noch ausreichend Zeit vor dem Start gibt man Interviews, wird beim Gefilmt werden gefilmt, putzt fleißig Kameralinsen, um auch jeden Promi makellos einzufangen. Seglers Roman Hagara weiß sich gegen Filmattacken zu wehren. Und Thomas muss erklären, warum er unrasiert vor der Startlinie steht. Das finden nicht nur wir unglaublich. Wow. Ich glaube, ich muss aufs Klo gerade. Kurz vor Startschuss erinnert man sich noch gemeinsam, wo man her ist, um sich während dem Rennen nicht zu verlaufen. I am from Austria. Los geht's! Das war echt der Start! Das war echt schlecht! Ja! Den hat man fast verstanden! Wollen wir es küssen? Wie haben wir das so verbrennen können? Ich habe gehört, das richtige Lauftempo ist, wenn wir nie mehr singen, aber ein Gedicht aufsagen kann. Thomas, bitte! Ein
Gedicht. Ja, bitte sehr. Ich kann nicht einmal im Stehen eigentlich. Ja, wir laufen jetzt gerade beim Start wieder vorbei. Wir sind jetzt eine Runde gelaufen im Ring, Naschmarkt, Marienthaler Straße. Und das dürften jetzt um die zwischen 10 und 12 Kilometer sein. Wir laufen seit einer Stunde. Und alles, was wir jetzt noch mehr laufen, ist ein Plus. Wir sind jetzt knapp über 15 Kilometer. Damit haben unsere Laufkollegen Philipp und Gabi Ziel erreicht. Philipp, Gabi, sind sie? Kannst du nicht sehen? Irgendwie haben wir es verloren. Aber okay. Ich versuche jetzt extra für die Kamera noch halbwegs speed auszuschauen. Geht's mir? Mhm. Ja. Bitte, ich brauche Motivation. Bitte stark einklatschen. Ja! Darf ich noch bis Kilometer 20? Da ist es schon da. Genau, bei der Versorgungsstation hat uns das Auto eingeholt. Wir sind pitschnass. Halt ist uns noch nicht. Aber schauen wir, dass wir trocken werden. Es hat mir voll Spaß gemacht. Es ist ein wirklich geiler Run. Und ja, beim nächsten Jahr wieder. Bist du der Budget-Superman, oder? Einmal zum Mitnehmen. Was ihr die meisten nicht wissen, ist, dass Henry Zehling